Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Hallo! Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Minecraft. Minecraft. Und gerade ist mein Controller ausgegangen. Deswegen hat es gerade gemacht. So, ich wollte schon gerade sagen, spielst du etwa Minecraft mit einem Controller, Alter? Nein. ihr seht schon, was wir alles gebaut haben. Das ist ja mega nice. Item Frames und ganz viel Zeug. Ja, so ein bisschen den uninteressanten Kram, so ein bisschen offscreen vorbereitet. Genau. Aber das hat schon ewig lange gedauert, das ganze Zeug zusammenzubasteln. Ja, und das stimmt wohl. Ich weiß gar nicht, wo der Pnyxi ist. Ich bin 2 Etagen unter dir. Ach, da, ich sehe deinen Namen. Gehen wir mal ganz kurz runter zu ihm und schauen, was er heute so macht. Im Moment, ach, was ich im Moment mache. Genau. Kann man, sollte man eher so sagen, weil heute ist ja auch meine Mission, genau, meine Mission wird heute eine etwas andere sein. Wird auch noch spannend werden. Du machst ja ein nächstes Stadtwerk schon. Ich habe mir überlegt, dass wir ein ganzes Stockwerk nur für Cobblestone machen. Okay. Weil so viel Cobblestone, wie man farmt, ne? Ja. Das stimmt schon. Das ist ja das Stockwerk, was wir zuvor gebaut haben. Das ist soweit eigentlich fertig. Genau. Wo ich die Glasfront hier gesetzt habe und die Glasfront von dem ganzen Sand befreit habe, damit man da nichts mehr sieht von dem ganzen Shit. Was mache ich denn da? Und ja. Das Stockwerk unter uns jetzt hier, wo unser ganzes, also och. Willst du auch hier rein? Oder? Ja. Gut. Haben wir jetzt soweit fertig gemacht mit Schildern. Das Problem ist allerdings, dass wir noch keine wirkliche Ordnung hier drin haben. Aber die kommt. Die kommt schon noch. Genau. Also Item Frames wollen wir auf jeden Fall genauso wie hier überall dran machen. Wie ihr wisst, spielen wir ja nur Vanilla. Wir haben keine Mods oder so, sonst Vorerst, genau. Sonst hätten wir noch ein bisschen mehr Auswahl. Da gibt es ja diese endlos teilbaren Chests, wo du einfach nur noch draufdrücken musst und das, was du brauchst, kommt raus. Aber ich weiß nicht. Goldene Äpfel schon leer. Hast du die weggefuttert? Nee, die waren oben, genau. Ich wollte schon sagen. Wo ist ein Kies? Kies? Das ist oder quasi auch Gravel genannt. Ach da, ich habe Kies gefunden. Ja. Naja, ich werde jetzt weiter Brot backen und unsere Tiere füttern, damit wir ein paar mehr Pferde wollte ich schon sagen. Kühe haben. Pferde. Ja, ich wollte schon Pferde sagen. Damit wir ein paar mehr Kühe haben. Oh, scheiße, die Erde ist schon wieder kaputt gemacht. Damit wir mit dem Weizen, was wir hier haben, die Kühe füttern können, mit den Kühen dafür sorgen, dass wir, oh scheiße, schon wieder. Wir müssen hier, können wir Halfbricks bauen? Oh scheiße, was mache ich denn da? Warum baue ich denn alles ab? Die sind ja gar nicht fertig. Was können wir bauen? Halfbricks, also halbe Blöcke. Ja, kommt drauf an, von was? Von Holz. Ja klar, Slabs. Ja, die meine ich doch.
Weil dann würde ich das hier umbauen, komplett, mit Slabs. Dann knallst du da nicht halt. Wo? Ja, hier oben bei unserer Weizenfarm. Also unserer Ach Farm so, generell, hieß. ja, da, das ist gut, das ist eine gute Idee. Dann würde ich das nachher machen. Also gleich irgendwann. Macht Liebe. Macht Liebe. Macht Liebe, meine Freunde. Oder? Die Kuh hat noch nichts gefressen, die hat. Jetzt haben wir alle. Oder? Haben jetzt alle Kühe gefressen? Ja, die hat noch. Oh, Scheiße. So, die Hühner kriegen jetzt noch ein paar Weizenkörner ab. Damit die auch noch ein paar Babys machen. Möchtest du denn wissen oder so, was meine heutige Mission ist? Das würde ich gerne wissen wollen, ja? Werde heute so viel wie möglich Diorit und Graphit abbauen. Okay. Nee, Granit, nicht Graphit, Granit, weil ich etwas Schönes daraus bauen möchte. Hühnchen, die nicht im Käfig sind, werden getötet. Tut mir leid, Hühnchen. Mini-Zombie! Mach dich ab! Alter, verflixt ist das kleine Hühnchen schnell. Ach, weißt du was? Komm her. Geht doch. Ich gehe lieber in der Untergrund damit. Ja, hier ist ja unser alter Schlafplatz. Ich gehe mal hier rein und baue die Netherwarzen mal kaputt. Setze neue Mach das. Netherwarzen. Brauchen Weil nämlich gleich. Ja, rede. wir sollten uns da auch ein. Ja, in hohen Vorrat mal anlegen, einfach so. Nur weil wir es wollen und weil wir es können. Ja, irgendwann hast du halt zu viel, aber so die ganze Kiste voll, dann hast du für immer genug, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, gut, du wirst wahrscheinlich nie so Voraussichtlich. viel brauchen, aber. Wir haben jetzt Ja. 2, 4, 6, 8, 9 erwachsene Kühe. Nice. Ich habe ja schon mal welche abgeschlachtet sozusagen. Weißt du, worauf ich Bock habe? Was denn? So allmählich anzufangen, das Häuschen zu bauen. Mach doch. Kannst du ruhig machen. Ich würde aber ein Teil des Daches des Lagers als so, ja, wie soll ich sagen, als eine Terrasse nutzen wollen. Ein Teil des Daches. Des Lagers, ja. Bau? Bau? Wenn nicht, So, nehme ich jetzt muss ich TNT. Ha! Akaziensetzlinge brauchen wir nicht. Akazienholzbretter. Oh, wir haben gar kein Ja, Akazienholz mehr. ich weiß, das habe ich für den Boden der zweiten Etage komplett ausgegeben. Ja, dann werde ich mich auf den Weg. Oh. Jetzt brauche ich erstmal Eisen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Denn ich mache mir jetzt erstmal Hacke, also eine, zwei Eisenäxte und fange mal an, Holz zu choppen. Chopblock. Weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ganz viel Akazienholz. Das ist richtig.
Tjap, tjap, tjap. Dann müssen wir ein Stückchen hoch. Ach, ist das nervig. Ja, weil die so schräg gewachsen sind, ist das sowas von nervig. Ah. Bin mal gespannt, wie viel Granit man aus einer Granitader bekommt. Ich habe die Granitader nämlich jetzt gleich leer. Und daraus sind fast 3,5 Stacks geworden. Alter. Das war nur eine Ader. Bin heftig. Da ist noch mehr. Oh Denn ich nee. versuche uns mal was Schönes vor unser Häuschen zu setzen, auf dem großen See drauf, Okay. weil ich nämlich beabsichtige, dort einen Hafen zu bauen Oh. und in der Mitte soll ein riesengroßer Leuchtturm stehen. Schön. Und Und den wie wolltest macht du. sich besser ein Leuchtturm als mit gecleantem Granit und Diorit. Und richtig schön groß. Hört sich gut an. Ich bin mal gespannt. Ich bin selber gespannt. Das alles so am Ende aussehen wird. Ja. Ich hasse es, wenn es dunkel wird. Kann schlafen gehen. Nee, ich Wenn gerade du auch nicht. kannst. Warte. Okay. Ich laufe mal zu unserem alten Hütchen. Ich will noch eine automatische Weizenfarm bauen, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Mach So. das. Du kannst nicht schlafen, während Monster in der Nähe sind. Ja, klasse. Gehe mal runter ins Häuschen. Ins neue Häuschen. Halt die Schnauze, Skelett. Na komm, schieß, Idiot. Kannst nicht schlafen, während Monster in der Nähe sind. So, ich liege im Bett. Auch. Gut. Wir sind wieder ausgeschlafen und wir können weitermachen. Da steckt ein Pfeil in der Wand. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ein Fall. Ein Pfeil. Das kann doch gar nicht sein. Okay. Coole, coole, coole. Oh nö. Och, es ist tagsüber. Stirb, du scheiß Skelett. Wann hast du nur morgen Feierabend? 19 Uhr. Ugh. Ich glaube, das ist schon mittlerweile die Standardantwort geworden. 19 Uhr oder 19 Uhr. Oder beides? Beides eigentlich. Ja, gut, nur noch morgen und übermorgen, wa? Ja, genau so sieht's aus. Und Dann ist es gut. dann ist das endlich vorbei. Dieses Kapitel. Dieses Kapitel, genauso sieht's aus. Da mache ich mir auch keinen Kopf drum. Denn alles andere funktioniert ja soweit. Das ist das Ja. Einzige, was noch dem Glück im Weg steht.
Kennt er noch so jemand? Jemanden, was dem Glück im Wege steht? Der Fallwolf! Nein, war ein Der Spaß. Fallwolf. Der fallende Wolf, Junge. Liebe Grüße gehen raus an den Fallwolf, falls er sich das anhören sollte, angucken sollte. Wahrscheinlich eher weniger, aber. Ach ja, er ist doch nur der Zuschauermagnet, hat er doch gesagt irgendwann mal. Er ist der Ja, Zuschauermagnet. bei dem Format Trackmania hat er gesagt, er wäre der Zuschauermagnet, weil er ist derjenige, der es immer schafft. Der soll nicht dumm rumlabern. Ja, und vor allem das Beste ist, die Scheiße will ich nicht mitmachen. Hört auf damit. Ach so. Aber danach voll das Ganze genießen, weißt du? Aber Hauptsache, du fragst ihn, ob du mit ihm was ob er mit dir was aufnehmen will. Dann sagt er, Ja. nee, ohne Yannick mache ich da nicht mit. Ja, genau so sieht's aus. Voll Spongo. So, erstmal ein paar Naja, neue so ist er eben. Setzlinge hinsetzen. Aber ich glaube, die Akazienholzbretter werden so oder so nicht reichen, die ich hier jetzt gefarmt habe. Eigentlich müsste ich mal eine komplette Folge damit verbringen, sowas zu tun. Aber das ist ja auch langweilig. Oh, da ist ja noch ein halber Stack. Das stimmt, das ist langweilig. Ich würde Oh, ich gerne habe einige mal eine. Stacks. Ja, Ich erzähl. würde gerne mal eine Mine finden. So eine unterirdische Mine, weißt du, jetzt nicht nur so eine Höhle, sondern eine Mine. Okay. Wo auch Gleise und so sind. Ach, sowas meinst du? Ja, das wär schon cool. Ich spring mal runter. Kein Bock. Weil ich möchte ja auch eine unterirdische Möglichkeit machen, um von den einzelnen Stationen überall hinzukommen. Also von unserem ersten Starthaus mit dem Verzauberungstisch und dem Braustand, auch wenn es nicht weit ist, hin zum Lager, beziehungsweise dann zum Hafen und zum Leuchtturm Also das willst du und alles dann halt mit Zügen machen, oder was? Sozusagen. hier so eine unterirdische, wie nennt sich das? U-Bahn. Minenbahn hier. Ja, U-Bahn. genau, so eine U-Bahn. No. So, ich Wenn wir so weit rupp jetzt spielen. einfach die Wand mal runter hier. Rupp du mal. Weil ich will auch, dass das schön mit Akazienholz ausgekleidet ist, alles. Die gesamte Wand. Ja, dann fangen wir an zu ruppen. Oh, Lapis Lazuli. Ups, Loch. Ja, macht das Spaß, die ganze Erde runterzukloppen. Ich glaube, kann es sein, dass der Server ein wenig laggt? Bei mir nicht. Na, bei mir ist es so irgendwie, als würden die Blöcke sich ab und zu wieder so ganz kurz zurück teleportieren und dann sind sie weg. Ja, das habe ich auch manchmal. Vielleicht zieht irgendwas bei dir gerade Updates oder so. Na, das kann gut möglich sein. Hatte ich jetzt, wo ich Ghost Recon Wildlands mal wieder spielen wollte. In der Zeit, wo das Update geladen hat, habe ich hier weitergebaut ein bisschen. Und da ist das die ganze Zeit passiert. Okay. Bin mit Wildlands immer noch nicht durch. Ja, irgendjemand Ich ruft hätte das mich schon längst gerade machen an. können. Ich bin gleich wieder da, ganz kurzen Moment. Ja. Liebe Zuschauer, das ist immer herrlich, wenn Leute während der Aufnahme anrufen. Ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Man den Leuten aber vorher auch sagt, dass man die nächsten 2 Stunden nicht erreichbar ist, außer man schreibt jemanden, am besten nicht anrufen, und es trotzdem tun, weil es die Leute einfach nicht interessiert. Das sind mir die allerliebsten. Und es sind immer die gleichen, beziehungsweise es ist immer ein gleicher. Das ist der Pfahlwolf. Mal sehen, ob Naja, er in es diesem diesmal auch ist. Fall ist er nicht schuld dran, sondern Okay. es ist, ich bin interessiert an einer Wohnung und da habe ich mal
angerufen heute im Laufe des Tages und diese Person hat sich gerade gemeldet, aber ich habe nicht die Möglichkeit, ans Telefon zu gehen. Deswegen habe ich es gerade weggebracht. Hätte da dran gehen können. Oh Jetzt, nö. Zwischenzeit habe ich schon, ich denke, die Zuschauer ein bisschen bespaßen können. Was heißt bespaßen? Okay. Ja, so einen leichten Teil habe ich mitgekriegt, einen kleinen Teil, Sehr dass gut. du über den Fallwolf gelästert hast. Ist doch meine Lieblingsaufgabe, kennst du mich doch. Ja, natürlich. Aber wie stand schon bei Facebook, die Leute, die man am meisten neckt, sind deine Lieblingsfreunde. Ja. Kommt hin. Mache ich Ja. mit dir ja auch ganz Ich habe gerne. dir heute auch was gepostet, was sehr gut passt. Hast du das schon gesehen? Heute? Ja, heute. Meinst du das mit dem Schnee? Nicht das mit dem Schnee, nein, ich meine das wie war das denn? Wie ging das denn? Weiß ich nicht. Ich kann es dir gerade nicht sagen, mein Telefon ist nicht in der Nähe. Ich hab's noch nicht gesehen. Also, es handelte sich um, lass mich überlegen, ich hab's gleich, wirklich. Ach, wie deine Freunde reagieren, wenn du das erste Mal pünktlich bist. Und da ist der Typ, der sitzt auf einer Couch oder auf einem Sessel, sag ich mal, und hebt so sein Glas und macht mit seinem Kopf so diese Geste so von wegen, ich bin cool, weißt du? Und die anderen stehen so um ihn rum und klatschen die ganze Zeit so in die Hände, weißt du? Oh Mann, das war geil. Das war nice. Da habe ich direkt an Lars denken müssen, also. Ja. Ihr müsst wissen, der gute Herr Fahlwolf, der Lars, er denkt, er ist überpünktlich. Aber überpünktlich heißt bei ihm mindestens eine Viertelstunde zu spät. Ja, genau. Grundsätzlich. Also es liegt ja immer an der Frau, sagt er. Ja, immer. Das ist Ja. immer. Immer Aber ist die seine meiste Zeit Vorstellung. erwischen wir ihn dabei beim Zigarettenstopfen. Anstatt dass er mal seine Zigaretten stopft, während er seine Serien guckt. Nein. Er muss es machen fünf Genau. Minuten, bevor wir los wollen. In der Zeit, wo seine Frau sich im Bad fertig macht, guckt er seine Serien. Aber er muss die Folge erst zu Ende gucken, damit er anfängt, Zigaretten zu stopfen. Problem bei der ganzen Sache ist natürlich, er meint ja auch Animes, was ich auch nur unterstützen kann, auf Japanisch zu gucken, mit deutschen Untertiteln. Ja, dabei kann man halt nicht stopfen. Das ist schon Tja, richtig. Das ist das Problem. da sollte man sich mal was anderes aussuchen. Richtig. Beziehungsweise diese Serien gucken dann, wenn dann nicht gerade verabredet ist. Meiner Meinung nach. Eisen. Oh, hier ist irgendwo Lava. Lala. So. Habe ich gleich keine Spitzhacke mehr, dann komme ich zurück und dann präsentiere ich dir mal meine Ausbeute. Ja, ich bin noch mal ganz kurz weg. Du kannst ja die Leute gerade bespaßen. Das kann ich am allerbesten oder so. Okay, soll ich bespaßen? Leider könnt ihr meine Sicht nicht sehen, das ist natürlich immer noch sehr schade. Ich wollte jetzt die ganze Zeit schon mal das auf meinem Computer
endlich alles vorbereiten, damit ich auch mal meine Sachen mitschneiden kann. Und wir das dann gemeinsam auf diesem Channel, möglicherweise auch auf meinem Channel, hochladen können. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, beziehungsweise bin im Moment dazu auch zu faul, weil ich viel zu viel andere Sachen zu tun habe. Aber aller Voraussicht nach, demnächst, man setzt sich ja gute Vorsätze für das neue Jahr, könnt ihr dann alle möglichen Let's Plays auf diesem Kanal auch aus meiner Sicht verfolgen, sei es jetzt auch auf diesem Kanal, was ich noch nicht weiß, weil ich habe auf meinem Kanal mehr Aufrufe als er und ich rein theoretisch schon eine Monetarisierung anstellen könnte. Weiß ich aber noch nicht, wie ich das mache. Sehen wir dann. Und dann, wie gesagt, könnt ihr meiner Sicht auch verfolgen. Ob das so viel spannender ist, ich weiß es nicht. Aber man wird sehen. Ich habe auf jeden Fall im Moment an diesem Projekt mega viel Spaß. Ich baue auch sehr viel offscreen, während der gute IMCore-TV nicht dabei ist. Bin ich auch schon mal hierbei, irgendwie ein bisschen was zu bauen. Beziehungsweise abzubauen ist es im Moment eher. Und ja. So ist das. Aber jetzt überlege ich gerade. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt, weil ich stehe gerade vor einem Lavasee. Und auf der anderen Seite sind Diamanten. Kenne mein Glück. Wenn ich Diamanten habe, werde ich sterben. Also, was macht man da am besten? Richtig! Man baut die Diamanten erst gar nicht ab. So. Lässt sie den Chor abbauen. Obwohl, bis der, wer weiß, wann der wiederkommt. Bis dahin bin ich schon längst woanders. Erstmal unten drunter herbuddeln. Zu gucken, weil irgendwo ist hier Lava. Ich glaube zwar, dass sie über mir ist. Bin mir aber da nicht hundertprozentig sicher. Wegen. Wow! Alles klar. Deswegen buddel ich mich erstmal unter die Diamanten, um zu gucken, ob dort die Lava ist. So, da bin ich wieder. Ja, guten Tag. Hier scheint aber keine Lava zu sein. Ja, dann baue ich jetzt mal die Diamanten ab. Viel sind's? 3. 4. 5 Stück. 5 weitere Diamanten. Sehr gut. Aber jetzt ist auch gleich mein Inventar voll. Naja, bei Noch nicht, mir sieht aber es noch in Ordnung gleich. aus. Ja, lala. Ich rupp die ganzen Wände hier gerade runter und baue schon mal in der Zwischenzeit sozusagen die Umrandung des Hauses, dieses Stockwerkes. Wir werden wahrscheinlich nur ein Problem haben, dass wir auf die Erdebene, also Ebene 0, die wir dann da oben haben, nicht exakt drauf kommen. Entweder Warum kommen wir da nicht rasi. exakt drauf? Ja, weil wenn wir jetzt die Vier-Stockwerk-Regelung weiterhin so machen wie Nein, vorher. nein, 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 nein. Da oben braucht die Vier-Stockwerk-Regelung ja nicht. Die Vier-Stockwerk-Regelung ist ja nur fürs Lager, Ja. damit man nicht zu viel Platz verschwendet und die Truhen alle aufgehen, die drinnen stehen. Ach so. Verstehst du? Oben drauf, auf den oberen Etagen, darf ruhig anders gebaut werden, finde ich. Weil Über 5 Stock oder was? Ja, weil wenn du so siehst, dann muss ich ja 1, 2, 3, 4, 5. Mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke bauen. Dann bin ich aber immer noch 2 unter normal. Ja, dann bau doch 7 Blöcke hoch. Ja, das sieht doch voll assi aus, wenn die ganzen Räume 7 Blöcke hoch sind. Oder?
Dann baust du halt zwei Etagen, da guckt halt eine noch oben mit raus. Oder wir passen das Erdlevel außen ein bisschen an. Wie wär's denn damit? Meinst du mit absenken? Ja. Ja, dann mach doch mal. Ja, gut, mach ich so. Mach ich 5 Blöcke hoch und senk die Erde ab. Kannst du machen. Dann kannst du ja noch ein Stockwerk oben drauf setzen und dann bauen wir da ein Dach drüber. Weißt ja. du, so ein schickes Dach. Nicht so ein Flachdach, ne? Nee, schon so ein gescheites. So Treppenstufen und so. Ja, wenn das symmetrisch passt. Da bin ich mir doch nicht so sicher. Wir werden es sehen. Wir können ja auch einfach nur oben offen lassen, weil später, wenn wir Modpacks nutzen sollten, können wir ja oben drauf Solarpaneele drauf machen. Und machen einfach außen so 3-4 Ebenen Treppenstufen drauf. Können wir machen. Und dann haben wir da. Dann setzen wir vielleicht machen wir auch oben einfach nur, wenn das symmetrisch halt her nicht passt, setzen wir einfach Stufen hin. Und das, was nicht zusammenpasst, wird halt ein flaches Glasdach. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ja. Oh shit. Dann kommt da auch noch Sonne rein. Bei mir buggen Items rum. Wie ist buggen bei dir Items rum? Ja, da ist ein einziger... Scheiße, ich habe den gleichen Fehler nochmal gemacht. Da ist ein einziger Cobblestone, der in der in der Wand buggt, die ich gebaut habe. Na komm. Alter, die ganzen Stacke Holz, die ich geholt habe, die sind schon nur für die Umrandung draufgegangen. Gehen wir das gleich mal angucken, denn ich bin hier jetzt gleich voll. Dann noch 6 Steine mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo. Ups. Ich bin voll. Bist du blau oder bist du voll? Mein Inventar ist voll. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ha! Ja, war gut. I need a Spitzhacke. Spitzhacke is what I need. Hey, hey. I need a Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke is what I need. Hey, hey. Das ist so dumm. Oh ja. So. Auf dem Rückweg. Hast du jetzt... Ah, du hast die Umrandung jetzt vollkommen fertig gemacht. Fast. Hast du die auch richtig gemacht? Wie meinst du das? Muss ich erstmal inspizieren. Mach das mal. Hast du dafür eine Bahn Erde abgebaut oder hast du die einfach nur davor... Eine Bahn Dann Erde abgebaut. Dann habe ich nichts gesagt. Naja gut, meine Freunde. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich weiß nicht, wann dieses Video erscheint. Ende, aber die Folge ist zu Ende. Und ich denke mal, an diesem Tag wird es ein guter Tag sein. Bis dann. Tschüss. Tschüsselü.